Guten Morgen zusammen. Es ist so früh, gell? Aber irgendwie ist es schon hell, keine Ahnung wieso. Aber es geht jetzt, ja, ich würde sagen ins Training. Ja, ins Training, wirklich. Auch, es ist auch schon so ein Camp geworden, mein Studio. Oder das Studio, in dem ich bin. Und ja, ich werde jetzt abgeholt von der Taifina, die ihr kurz gestern kennengelernt habt. Alle sind noch relativ kamerascheu, das müsst ihr euch so vorstellen. Weil sie es jetzt nicht so kennen, dass man ihnen die Kamera ins Gesicht hält. Aber die werden sich schon noch dran gewöhnen. Mit mir an ihrer Seite werden sie sich dran gewöhnen. Und wie ihr seht, habe ich eigentlich nur das Oberteil gewechselt heute. Weißes T-Shirt. Ich habe von diesen Pullis beim H&M 3 Stück gekauft. 3 Pullis. Das sind Männer-Pullis. Ich finde die voll geil. Ich meine, ich brauche mir keinen extra Oversize-Pulli aus der Frauenabteilung kaufen, der etwas teurer ist, als einfach direkt zu meiner Abteilung zu gehen und dann einfach mal einen Pulli zu kaufen. Für 14 Euro. Deswegen, ja. Ich habe mir mehrere gekauft. Bei dem Studio wird mir wirklich warm, wenn ich singe und mich die ganze Zeit bewege. Und ja, jetzt warte ich noch ein bisschen und dann geht's los. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wieso ich so aussehe. Ich habe euch ja, glaube ich, gestern schon gesagt, dass ich einfach im Tonstudio so ich mag es so gemütlich wie möglich, weil öfter ja ein paar Leute, aber weiß nicht, in meinem Tonstudio kann ich ja so rumlaufen. Und dieses Haargummi habe ich von Kat, ich habe es immer noch. Sorry, not sorry. Und ja, ich habe mich geschminkt heute, ein bisschen frischer gemacht, ein bisschen Bronzer aufgetragen, ein bisschen großzügiger und dementsprechend wirklich auch ein bisschen getannter. Aber ich gehe bald mein Spray-Tanning, habe ich ja gesagt. Und dann, ja. Ja. Und ja, ich warte jetzt noch auf Tai. And then we will move on. Fast alle, mit denen ich arbeite, sprechen Englisch. Guck mal, diese Haarlänge sieht gar nicht so schlecht aus. Warte mal. Die Haarlänge, aber das ist schon krass kurz im Vergleich zu jetzt, weil meine Haare sind schon, wie man sehen kann, übel lang. Wenn ich sie glätte, kommen sie dann bis hier hin. Also, ja, mal schauen. Vielleicht mache ich aber die nächsten Änderungen. Aber auf meine eigene Art und Weise, das werden wir ja sehen. Hallöchen, ich ja, habe jetzt wieder aufgenommen die ganze Zeit und ich glaube, mein Make-up ist schon wieder verschmiert, weil ich jedes Mal beim Singen ja die Augen so schließe. Ich habe keine feste Mascara drauf. Ja, bin die ganze Zeit nur in der Kabine, hier und da. Mal hier, das ist, was wir bearbeiten. Und ich habe gerade sogar mein Video online gestellt. Ich habe es geschafft, sogar ein Video zu schneiden und online zu schnellen. Also, ich gebe mir echt Mühe, alles zwischen den Sachen zu machen, weil viele meinten, ich vernachlässige das, aber es ist manchmal so, dass ich es nicht schaffe, weil ich einfach arbeiten muss. Und, aber ich habe es heute geschafft, gestern auch und morgen werde ich es auch wieder schaffen mit dem Vlog. Schaut vorbei auf meinem Vlog-Kanal. Was laber ich jetzt? Ich bin gerade auf meinem Vlog-Kanal, haha, Sparwitz. Bin gerade ein bisschen durcheinander. Ja, jetzt höre ich mir mal ein paar Sachen an vorab und dann schauen wir weiter. Und ja, es geht eigentlich bald schon. Mit Check. 2 Stunden zum Flughafen, dann geht es zurück. Hoffe ich, oder gehe ich direkt heute zu Anna und Kat später und schaue mir mal ihre Haare an. Blond, beide hell geworden. Ich bin jetzt die Einzige in der Crew. Wir waren eigentlich die Brünetten-Crew und jetzt bin ich die Einzige, die brünett ist. Thanks for letting me stand out. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ich traue mich aber noch nicht, mit meinen Haaren was zu machen. Aber wenn ich, glaube ich, was ändere, dann halt komplett. Yep. Und ja, ich würde sagen, ich arbeite mal hier weiter. Ihr seht, ich kann euch leider noch keine Vorab-Sachen zeigen, aber wenn es kommt, dann kommt es. Dann zeige ich es euch und dann werdet ihr es auch hören. Und ich würde sagen, ich melde mich später, wenn ich am Flughafen bin. Leute, ich bin jetzt bei einem Karten Riesensprung von vorhin, weil, ich muss es kurz erklären, guck mal, diese Hübschen hier. Jetzt sind sie blonde und ich bin die einzige Brünette. Scheißendreck, egal. Donny auch schon so, ich will auch. Die so, ich will lange Nägel, ich will das, ja. Aber darf sie ja nicht. Aber mein Flug wurde ja gecancelt und ich musste um mein Leben rennen, damit ich den Air Berlin Flug bekomme. Deswegen, Echt? Ja. Mein Flug wurde in letzter. Ich bin gerade durch die Kontrolle, also ich wollte gerade durch die Kontrolle. Da habe ich nur Flug 4 Uhr, bla bla bla, wurde gecancelt. Und dann musste ich zurückrennen und von einem Gate zum anderen rennen. Und dann habe ich. Ich war einer der wenigen, die noch einen Platz bekommen haben, weil ich bin gerannt. Weil es waren. Der Flug hatte, glaube ich, so 30 Plätze frei und es waren 80 Gäste. Der Rest musste irgendwie, keine Ahnung, schauen, wie er nach Stuttgart kommt. Und ich bin um mein Leben gerannt, deswegen.
Geht weg! Ja. Ich bin so gerannt, die Leute haben schon gedacht, ich war einer derjenigen, die so, ich will Erste sein, so schnell rennen. Aber sonst wäre ich jetzt nicht hier. Oh ja. Ich mach kurz Voice-Over. Okay, do it. Arbeite weiter. Ja. Sieht voll schön aus, Leute. Mhm. Guckt mal. Ich mag die Farbe voll. Die ist voll schön, das ist auch so ein schönes Blond. Mhm. Ich muss mal Tageslicht sehen, weil ich finde, jetzt wirkt es so rötlich, aber im Tageslicht ist es noch so kalt. Ich hab läuft. Ich habe gesagt, so ein bisschen Aschwärme. Voll schön. Ich bin wieder daheim und habe jetzt einfach nur noch mit Anna und Kat gechillt und geredet über Gott und die Welt. Und ich bin so müde und ich weiß, der Vlog heute ist nicht so lang. Sorry, aber war viel Arbeit und von der Arbeit, die ich euch noch nicht zeigen kann, aber bald. Und ja, morgen vlogge ich wieder. Und jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns einmal morgen wieder. Gute Nacht und see you next time. Muah!